Der argentinische Fußballprofi Emiliano Celle ist tot. Der Leichnam des 28-Jährigen, der am 21. Januar in einem kleinen Flugzeug über dem Ärmelkanal abgestürzt war, konnte am Donnerstagabend identifiziert werden, wie die Polizei der englischen Grafschaft Dorset mitteilte. Celle war im Winter vom französischen Erstligisten FC Nantes zum walisischen Club Cardiff City gewechselt, sein Verschwinden löste weltweit große Anteilnahme aus. Am Donnerstag war die erste Leiche aus dem Wrack der Maschine geborgen und in Portland Harbour an der Südküste Englands an Land gebracht worden. Die Bergungsaktion war nach Angaben der britischen Ermittlungsbehörde für Flugunfälle so würdevoll wie möglich abgelaufen. Bei der anschließenden Obduktion sei der Leichnam nach Polizeiangaben als der Körper von Celle identifiziert worden. Die Familien von Celle und dem noch vermissten Piloten David Ibbetson seien über den Stand der Ermittlungen informiert worden. Wir sprechen Emilianes Familie unser tief empfundenes Mitgefühl und Beileid aus. Er und David werden für immer in unseren Gedanken bleiben, teilte Cardiff City am späten Abend in einem Statement mit. Die Waliser hatten Celle für eine Club-Rekordablöse von rund 17 Millionen Euro verpflichtet. Auch in seiner Heimat war die Anteilnahme groß. Diese traurige Nachricht tut mir furchtbar leid, viele von uns hatten noch immer einen Funken Hoffnung für dich, Emiliano, schrieb Argentiniens Fußball-Ikone Diego Maradona bei Instagram. Der frühere Torjäger Gabriel Batistuta drückte große Traurigkeit aus, das ist die schlimmste Nachricht. Ruhe in Frieden, Kämpfer, Videomaterial soll, wertvolle Hinweise, liefern. Aufgrund der miserablen Wetterbedingungen wurde der Plan, das Flugzeug vom Grund des Ärmelkanals zu bergen, vorerst eingestellt. Das Videomaterial des Wracks werde aber, wertvolle Hinweise für die Ermittlungen liefern, teilte die AAIB mit. Im Laufe des Februars solle ein erster Bericht zum Absturz veröffentlicht werden. Das Kleinflugzeug war am Sonntag entdeckt worden, nachdem die zunächst eingestellte Suche dank einer großen Spendenaktion, an der sich auch viele Topspieler beteiligten, fortgesetzt werden konnte. Auf den Videoaufnahmen eines ferngesteuerten Roboters war bereits zu diesem Zeitpunkt eine Leiche zu sehen. Das Flugzeug mit Celle und dem britischen Piloten war am 21. Januar auf dem Flug von Nantes nach Cardiff rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Gozi vom Radar verschwunden. Celle hatte kurz zuvor in einer Sprachnachricht noch seine Angst vor einer Katastrophe geäußert.